So, dann kommen wir hier wie versprochen zu dem ersten Eindruck von Google Stadia und mit dem Chromecast. Ich weiß nicht, ihr könnt das hier sehen, der Baum mit hier unten ist hier angeschlossen, ist jetzt noch per WLAN verbunden. Dementsprechend gucken wir uns erstmal das an, weil das würde ja vielleicht in den meisten Haushalten die Standardkonfiguration sein, dass das erstmal im WLAN ist und nicht im LAN. Ne? Nicht jeder hat einen LAN-Anschluss. Ich könnte das hier nachstellen, vielleicht mache ich das auch noch später, aber von der Sache her ist das ja erstmal das wahrscheinlich normale Setup. Ich habe hier auch den Stadia Controller. Das Ding ist jetzt erstmal nur am PC-Monitor angeschlossen. Das hat, glaube ich, Lautsprecher, aber ich glaube, da sollten wir nicht so viel drauf geben. Und das sieht man hier als erstes, wenn man das macht. Ich habe hier noch mein iPad, weil mit dem Telefon filme ich gerade. Und gehe jetzt einfach mal auf chromecast.com/setup. Mich vertippt. Chromecast.com/setup. Hier könnt ihr es mal sehen, ich halte es euch kurz ein. Und sie sagen, es ist easy. Das sehen wir gleich, wie easy das ist. Wer sich das HomePod-Video angeguckt hat, der sieht, dass es auch manchmal nicht ist. Okay, ich brauche einen Chromecast, einen Fernseher oder halt ein Gerät mit HDMI-Eingang, Smartphone oder Tablet habe ich hier. Google-Konto habe ich und Zugriff auf sicheres WLAN. Das habe ich alles vorhanden. Schließen Sie den Chromecast an, kommt hier so eine schöne Anleitung, ist alles machbar, alles kein Problem, alles schon dran. Jetzt sollten Sie das Begrüßungsbildschirm wie den Chromecast sehen. Ja, ich sehe ihn auf jeden Fall, ich sehe das, was ihr seht. Man soll sich die Gerätenummer für später quasi notieren, steht hier. Ich mache das mal ganz klassisch und mache einfach mal ganz schnell ein Foto davon. Das geht jetzt schneller als. Falls man die nochmal braucht. Scheinbar brauchen wir die nochmal, werden wir gleich sehen. Okay, weiter geht's. Laden Sie die Google Home App herunter. Okay, hier machen wir mal einen kurzen Cut. Das mache ich mal eben und dann bin ich gleich wieder. So, da bin ich wieder. Hier ist eingerichtet. Google Home App lädt gerade und sucht nach Geräten. Ja, jetzt schauen wir mal, was die Google Home App da macht. Und ihr seht, Chromecast wurde gefunden mit dieser Nummer, die uns hier auch angezeigt wird: 2204. Ich möchte das Gerät einrichten und jetzt stellt er eine Verbindung her. Aha, und ihr seht hier, wird ein Code angezeigt jetzt. Hier tut sich also was. Der Code wird mir auch hier in klein angezeigt. Müsst ihr mir jetzt mal glauben. Und ich bestätige, dass das der Code ist. Und Informationen mit Google teilen, nehme ich jetzt erstmal nicht. Und sage mir, das steht im Büro. Jetzt wird das mit WLAN verbunden. Ich gebe hier mein WLAN-Netz ein. Und muss kurz mein Passwort eingeben. So, WLAN habe ich eingegeben. Ihr seht, er zeigt auch hier an, dass es bei einer Fritzbox verbunden wird. Dann sollte das ja wahrscheinlich jetzt gleich alles sein. Also ich bin in der Google Home App auch mit dem Google-Konto angemeldet, ganz normal. Sonst könnte man das ja gar nicht benutzen. Jetzt wird der aktualisiert. Gut, das spulen wir dann eben mal vor. An der Stelle machen wir jetzt erstmal weiter. Ihr habt gesehen, es hat noch ein bisschen gedauert. Ja. Jetzt fragt mich die Google Home App, ob ich einen Stadia Controller einrichten möchte. Und ja, das mache ich natürlich. Ja, das will ich natürlich auch. Jetzt muss ich zur Stadia App wechseln. Stelle auch hier fest, dass ich die noch nicht installiert habe. Mache ich jetzt auf dem iPad. Auf dem iPhone hätte ich sie jetzt schon. Und der Chromecast zeigt mir kurz einen Screen selber an und geht auch direkt mit Stadia los. Das ist ja cool. Hat er direkt scheinbar die Info bekommen von der Home App. Die Stadia App lädt noch. Dann gehe ich jetzt direkt mal auf. Okay, er sagt ja auch, die Mobile App runterladen und den Stadia Controller in der App einrichten. Und wenn das eingerichtet ist, dann gibt man diesen Verknüpfungscode unten ein. Okay. Ich richte kurz. Ihr seht, ich melde mich hier kurz an in der Stadia App. Müsstet ihr ganz gut sehen. Da läuft es auch. Jetzt kommt Werbung. Destiny 2 kann man jetzt irgendwie kostenlos spielen, auch ohne Stadia Pro. Und Stadia möchte Bluetooth und möchte einen Controller. Und hier seht ihr Controller verbinden. Das mache ich jetzt mal. Okay, hier. Gute Info. Ne? Man kann natürlich Stadia Controller, PlayStation Controller oder Xbox Controller oder auch andere verbinden. Wir nehmen jetzt hier den Stadia Controller. So, wir nehmen den mal zur Hand. Ja, hier ist er. Und halte die Stadia-Taste gedrückt, bis der Controller vibriert und die Statusanzeige aufleuchtet. Machen wir jetzt erstes Mal.
Und er hat vibriert. Ihr seht, es leuchtet auch. Bisschen klassisch, sage ich, tut's. Blinkt die Statusleiste orange? Ja, blinkt orange. So, jetzt warten wir, was passiert. Ich kann ja mal das hier abnehmen, ist vielleicht auch ein bisschen besser zu zeigen. Ich dachte nicht, dass sich so viel auf dem iPad abspielt. Eigentlich nur die initiale Einrichtung. Aber ihr seht, also Stadia App, man braucht sie auf jeden Fall auch, um das zu machen. Ich gebe es nochmal ein. Ja, blinkt orange. Hier kommen wir nicht weiter. Warten wir mal ganz kurz. Ansonsten mache ich auch wieder einen kurzen Cut und gebe euch Bescheid. Kommt wieder zurück, wenn der Controller verbunden ist. So, jetzt geht es hier weiter. Ihr seht, es wurde die Einrichtung gestartet. Lustig, ich mache es. Jetzt ist mir fast auf den Tisch gefallen. Sinnvoll auf dem iPad Hochcut machen, dann wird mir angezeigt. Ja. Und er vibriert, wenn man es vielleicht sogar hört. So krass vibriert, dass er direkt vom Tisch gefallen ist gerade. Ja, er vibriert. Datenschutz für das Mikrofon nehme ich jetzt erstmal so hin. Nicht teilen. Mit 42. Jetzt muss ich das Passwort wieder eingeben, was ich jetzt nur schon hatte eigentlich. Und jetzt, so, wird es hergestellt. Sieht alles schon mal mit WLAN verbunden. Das ist doch mal eine kleine Success Story. Jetzt wird auch der Controller aktualisiert. Also ihr seht, das Paket könnte schon ein bisschen älter gewesen sein. Auch wenn das hier installiert ist, melde ich mich dann wieder zurück. So, Update ist geschafft. Hier steht, wenn er weiß blinkt, dann kann ich die verwenden. Und ihr seht, er blinkt auch noch weiß. Also geht's ab. Zeit zum Spielen. Ich gebe diesen Code auf dem Fernseher ein und dann hoffentlich geht es jetzt hier los. Also ihr seht hier, B hoch, Y und runter. Er vibriert, signalisiert mir scheinbar, dass er irgendwie... Ah ja, Controller ist verknüpft. Wenn du deinen Stereo-Controller jetzt einschaltest, wird Stereo automatisch auf diesem Fernseher gestartet. Das kann bis zu 30 Sekunden dauern. Okay, also, ne, wie wir es von der Playstation kennen, wir machen den Controller an und dann geht der Fernseher, das ist jetzt in dem Fall hier der Monitor, der geht quasi dann, würde automatisch angehen. Also rein theoretisch ist es natürlich sehr bequem. Man muss nur zum Controller greifen und hat eine große Spielerauswahl quasi verfügbar. Ne? Hat man mit der Playstation natürlich auch, aber man braucht den Platz nicht. Ja, wir drücken A, um fortzufahren. Und hier geht es weiter. Ich muss durch in der Stadia App. Ich hatte mir hier quasi schon einen Account eingerichtet, um Stadia Pro abzuschließen. Ihr seht hier die große Version und ja, konnte zu Chromecast hinzufügen. Das mache ich jetzt eben. Er sagt, es wird kein Chromecast angezeigt. Das ist natürlich Quatsch. Doch, jetzt zeigt das an. Hat ein bisschen gebraucht. Machen wir jetzt also die Verbindung. Er fragt mich nach einem Kontozugriff nochmal. Ja, will ich machen. Ja. Und fertig. Wir sehen zwei Erfolgsmeldungen. iPad lege ich wieder weg. Ich gehe hier weiter. Lege jetzt erstmal keinen. Ne, ich lege erstmal keinen Sicherheitspin fest. Ah, ihr seht, also hier kann man mehrere Konten. Das ist ziemlich cool, ja, dass man hier unterschiedliche Konten hat. Finde ich gut. Und jetzt geht es dann endlich los. Also es war häufig, sage ich mal. So ein bisschen zumindest. Aber gut. So ist das. Ja. Es ist nur die Einrichtung und. Oh, wir hören Ton. Und sehen Destiny 2. Okay, ich habe hier schon mal das Spiel freigeschalten. Die muss man über die App freischalten. Und wir spielen jetzt einfach mal das hier, das Power Rangers Game. Und gucken mal, wie performant das jetzt ist. Ist ja nur der erste Eindruck. Ich meine, wir müssen jetzt hier, glaube ich, keinen großen ausführlichen Bericht noch machen. Das gibt es sicherlich auch schon zur Genüge. Jetzt wird die Verbindung gecheckt. Ich bin gespannt. Hier im Büro ist das WLAN nicht so gut. Ja, da bin ich noch am Drehen, dass das noch ein bisschen besser wird. Okay, was gucken wir jetzt mal? Lädt aber. Also es lädt, es scheint kein Problem zu sein. Ist jetzt natürlich auch ein Singleplayer-Spiel, würde ich sagen. Ja? Und da muss man natürlich gucken. Ja? Hier wäre Musik. Ja,
Ich habe die Musik mal ausgemacht, aus Sicherheitsgründen. Nachher gibt es da irgendwie Copyright-Sachen, wollen wir jetzt natürlich nicht. Ich sag fortfahren. Community-Funktionen habe ich jetzt nicht. Okay. Also das läuft flüssig. Ich kann immer auf Online-Standard, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Okay. Und wir fühle ich mich dann echt zurückversetzt in meine Kindheit. Dann nehmen wir mal den grünen Ranger, der sogar noch in unterschiedlichen Farben daherkommt. Wahnsinn. Noch gesperrt. Ah, cool. Nehmen wir mal den. Ah, okay, man kann da so ein Team auswählen. Nehmen wir noch ihn hier, um das jetzt mal abzuspielen und hier auch einfach mal durch. Hier auch einfach mal einen Sound gewählt. Und während das lädt, zeige ich euch nochmal ganz kurz die Stadia-App. Hier auf dem iPhone jetzt halt. Im Store. Übrigens kriegt man gerade das Stadia-Paket, wenn man einen Cyberpunk kauft. Destiny 2 müsste man sich definitiv angucken. Creator ist jetzt auch kostenlos. Ja. Auch das wollte ich mir eigentlich mal gerne nochmal anschauen. Serious Sam, das Phoenix Rising wird kommen. Man kann die Demo spielen, das werde ich definitiv machen. Ja. Ziemlich cool. Wie gesagt, das sind jetzt nicht die Brecherspiele, ja. Und die Spiele, die im Pro enthalten sind. Okay, ihr seht ihr das natürlich nicht. Ich gucke gerade mal, wie man das auf Entdecken kann man das auch nicht machen. Es gibt irgendwo eine Möglichkeit, wie man die Spiele sehen kann, die im Pro quasi enthalten sind. Ja, aber hier gibt es extra Angebote für Pro-User. Ja. Es wurde ein Spiel gefunden im Hintergrund. Jemand mit Level 42. Das wird wohl relativ kurzweilig werden. Sei es drum. Wir gucken uns das trotzdem mal an. Ich Ladezeiten und so. Ich meine, gut, er hat gerade ein Online-Spiel gesucht. Weil seine Verbindung instabil ist, sagt er schon. Okay, das muss man also nochmal. Ich mache jetzt einfach mal Button Smashing. Okay, ihr seht schon, da passiert nicht so viel, was ich hier machen kann. Weil ich jetzt auch gar nicht so genau weiß, was eigentlich Sache ist. Okay, okay, okay. Ich sehe schon. Verbindung ist okay. Wie gesagt, hier im Büro ist die Verbindung nicht die beste auf jeden Fall. Aber, ja, scheint zu gehen. Ich würde wahrscheinlich eher nochmal dann auf die Sache mit dem LAN nochmal zurückgreifen, einfach nur um sicherzustellen, dass man auch eine gute Verbindung hat. Jetzt hier bei dem Spiel ist es nicht ganz so wichtig, glaube ich. Hier kommen meine Kollegen zu Hilfe, die werden aber auch reihenweise vernichtet. Ja, also hier sehen wir wenig Licht und der erste ist auch schon da hinten. Ja. Wir gucken uns ganz kurz noch an, wenn man also auf die Stadia-Taste drückt, kann man hier, wie wir es ein bisschen kennen, Nachrichten, Verbindung checken. Okay, was ich daran gewöhnt, dass man die auch noch drücken muss. 4K-Auflösung wird nicht unterstützt, High Dynamic Range wird für Spiele nicht unterstützt und Surround wird auch nicht unterstützt. Datennutzung kann bei bis zu 12,6 GB pro Stunde liegen. Er sagt, meine Verbindung ist ausreichend, ist natürlich nicht optimal, ist klar. Ja. Optionen. Hier kann man auch noch ein paar Sachen einstellen, ist eigentlich ganz cool. Hier hat man also auch den so Nachrichtenfunktionen. Controller kann man. Das muss ich mich echt gewöhnen. Kann man auch noch anderen verknüpfen oder so, wenn man möchte. Ihr seht, meiner lädt gerade. Hier kann man auch eine Party machen mit anderen Mitspielern. Und ich halte jetzt mal zum Beenden angedrückt und gehe mal aufs Spiel beenden. Das kann man hier noch bewerten. Ja, die ist gut. Ja. Kann man mal eine Bewertung da lassen. Ja. Und was mir hier so ein bisschen fehlt, bin ich jetzt ehrlich, ist halt dieser Store. Ne? Warum kann ich jetzt nur über die Mobile-App die Spiele freischalten? Also das ist ja jetzt ja nicht so dramatisch, aber wäre schon ein bisschen netter, wenn man das einfach direkt hier auch machen könnte. Ja? Geht ja aber scheinbar nicht. Stück mal noch ein paar Knöpfe. Hier haben wir noch Knöpfe, die ich schon gezeigt hatte. Der linke mit den Punkten, der macht nichts, der macht auch nichts. Der macht Spiel starten, um einen Clip oder Screenshot zu speichern. Okay, und das ist die Google Assistant. Du kannst Assistant in den Einstellungen der Stadia App aktivieren, Google Assistant in der Stadia App aktivieren. Okay, also müsste ich hier theoretisch noch eine App machen, um den Assistant zu benutzen. Ich gucke jetzt noch ein bisschen, ihr habt es gesehen, wie es aussieht, Google Stadia.
erster Eindruck so jetzt ja, nach dem Auspacken quasi. Ich finde es ganz nett für umsonst. Mal gucken, ob ich dieses Stadia Pro behalte. Destiny kann man ja zum Beispiel einfach so spielen und für zwischendurch ist es ja vielleicht gar nicht so verkehrt. Schaut gerne hier auf dem YouTube-Kanal euch ein bisschen um. Hört gerne den TechBoot-Podcast an. Jeden Sonntag 12 Uhr in der Podcast-App eures Vertrauens, überall, wo es Podcasts gibt. Und auch hier auf YouTube immer die neueste Folge. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video oder bis zum Podcast. Bis dahin, macht's gut. Ciao.